Wenn ein gusseiserner Topf auch so rostig und dreckig ist wie unserer, dann seid ihr bei dem Video genau richtig, weil wir kränken wieder so hin, dass er wieder quasi neig ist. Ich begrüße euch, wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Mein Name ist Johann Troppacher. Ich bin der Meier, Andi. Und wie gesagt, in dem Video geht es um das Reinigen von gusseisernen Outdoor-Töpfen, so wie da jetzt von der Firma Petromax. Wir haben einen FT9. Wir haben gekocht, wir haben gegrillt. Wir haben doch unseren Supersteak, haben wir das draußen auf der Flamme stehen lassen. Wie gesagt, der Absicht natürlich auch, dass wir euch einmal zeigen können, wie man sowas dann wirklich restaurieren bzw. mal richtig reinigen kann. Ihr seht, das ist alles rosig, das ist angerostet, die Patina ist komplett weg. Das haben wir richtig geschafft. Da unten drin sind die ganzen Krusten noch drauf. Und heute zeigen wir euch, wie man das Ganze nachher wieder herrichten kann, reinigen kann und restaurieren kann. Der Rost ist irrsinnig schnell drauf. Ich kenne das von mir unten in Italien. Es reicht oft über 36, geht einmal, ich sage einmal 12 bis 14 Stunden. Ein Flugrost hast du gleich einmal oben. Du hast am Abend einfach Nebel, lässt den Topf noch im Kochen draußen stehen. Am nächsten Tag schaut der Topf auf einmal komplett rostig aus. Ihr habt uns ja gefragt, zwecks, was dürfen wir für euch produzieren? Ihr, da auf meinem Kanal, The Hans. Wir antworten und hoffen, dass ihr das ein oder andere jetzt da einfach mitnehmen könnt. Weil, wie gesagt, wir schauen, dass wir den jetzt da quasi wieder hinkriegen, dass er wieder neig ist. Und die Hilfsmittel, was wir dazu verwenden, das sage ich jetzt einmal am besten der Andi, weil wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Go. Bitte. Okay. Wie gesagt, da denke ich schon einmal aus, das sehe ich. Wir haben da jetzt ein paar kleine Hilfsmittel. Wir haben da den Ringreiniger von Petromax, den werden wir noch auspacken und euch sagen, wie das geht. Das sind für die gröberen Verschmutzungen, was man da mal ganz lösen kann und auch für die Schaumreinigung. Dann haben wir damit dazu noch die Paste, dass man die Gusseisentöpfe da einlassen kann bzw. wieder neu einbringen kann. Wir brauchen so einen kleinen Schwammerl. In dem Fall noch Stopp! Die Paste, was du jetzt da gesagt hast, da muss ich jetzt kurz schneiden. Die Paste ist für nachher. Also wenn ihr den gereinigt habt, verwendet ihr diese Paste danach, dass ihr quasi wieder konserviert. Genau. Man kann aber hergehen, wie gesagt, nach der ersten Reinigung kann das Ganze mal einlassen, dann einmal mit der Paste mal drauf fahren, dann noch einmal reinigen und noch einmal das Ganze konservieren und dann könnt ihr euren Deckel, den ganzen Topf und das alles wieder mit der Paste einbringen. Das Lebensmittelrecht ist von der Firma Petromax eben lieferbar, genau für solche Töpfe, für sowas zum Restaurieren. Für so einen harten Fall, was wir da jetzt haben, brauchen wir zusätzlich noch ein Putzschwammerl. Und was ich noch besorgt habe, sind so Schleifflies. Das sind ganz schauende Schleifflies. Da gibt es Lebensmittel echt. Entscheiden wisst ihr selber noch, wie groß das Verschmutzungsgrad ist. Das nimmt euch jetzt von Metall nichts weg. Manche von Drahtbürsten drüber und so weiter brauchen wir aber in dem Fall nicht, weil es ist ja wirklich nur ein Flugrost drauf. Ist überblieben, ist über Nacht draußen geblieben, nach unserer Steak-Session, was wir da gehabt haben. Ich blende euch das einmal gleich mal oben in der Infokarten ein, die Steak-Session, was wir gehabt haben mit 1600 Gramm, gut war's. Und unten blende ich euch jetzt gleich einmal eben diese Produkte da ein in der Infobox, dass ihr die auch findet, weil das ist schon wirklich eine Vereinfachung, wenn du jetzt da draußen bist. Wie gesagt, wir haben jetzt erleichterte Bedingungen, wir sind jetzt erinnern, dass wir das Video für euch so produzieren können. Aber ihr wisst, dass ihr seid draußen, ihr seid am Fluss und verwendet es auf das Flusswasser und da helfen die zwei Sachen immens, dass das wirklich einfacher und schneller geht. Genau. Ob es jetzt ein Deckel ist oder ob es jetzt ein Topf ist, der Topf ist ein bisschen verschont geblieben. Wie gesagt, da ist schon ein bisschen Patina drauf. Am Deckel wird sie nie so eine Patina zusammenbringen. Außer ihr kocht, wir haben zum Frühstück, das Deck machen und hinterher. Auf der oberen Seite wird sowieso nie eine Patina zusammenbringen. Die meisten Reinigungsfanatiker, was Gusseisentöpfe reinigen, dann sie es zu Tode bürsteln und zu Tode reinigen, wirst du auch nie eine Patina draufkriegen. Eine Patina wird sie nur dann aufbauen, wenn du wirklich oft mit dem arbeitest. Ja. Du redest die ganze Zeit von einer Patina. Was ist eine Patina? Eine Patina ist das, wenn du hergehst und du kochst auf den regelmäßig, man merkt ja schon draußen, der ganze Topf ist ein bisschen fettig da innen drin auch. Wie gesagt, wir haben das fürs Gleiche verwendet. Der Topf selber hat immer mehr Patina als der Deckel. Es baut sich jedes Mal immer mehr eine Schicht drauf, es brennt sich jedes Mal immer mehr ein. Und wenn du zu grob reinigst, nach jedem Kochen, also wirklich Spülmittel und hin und her, was absolutes No-Go ist, Spülmittel, bitte ja nicht verwenden, das ist ein Gusseisentopf,
Und der gehört einfach nur mit warmem Wasser, lauwarmem Wasser ausgewischt, nicht mit einer rauen Seite, sondern mit Schwammerl und dann mit einem normalen Putzpapier durchgefahren und dann entsteht die Patina. Es ist der Irrglaube, dass er jeder sagt, okay, ah, der Gusseisentopf, der muss chemisch rein sein und hin und her, weil das Fett wird ranzig werden. Nein, das Fett wird nicht ranzig. Ihr müsst einfach oft genug dran kochen, es baut sich dann eine Schicht dran auf, es baut sich außen noch mit Rändern irgendwann einmal eine Schicht auf, das Überlaufen tut überhaupt nichts. Und ja nicht bitte Spülmittel, andere Reinigungsmittel und das einfach zu Tode reinigen, dass es immer blitzeblank ist. Ja. Das ist, kannst du bei einem Teflon beschichteten Topf machen, aber nicht bei einem Gusseisentopf. Wie gesagt, die Vorfahren haben auch alle auf die Gusseisentöpfe gekocht. Und es ist ja auch immer wieder die ganze Sache so, du erhitzt es über mehrere hundert Grad, ich rede jetzt nicht von 100 Grad, sondern wir sind ja da beim Gusseisentopf auf offenen Feuer mehrere hundert Grad und dann sagst du, dass da jetzt irgendein Bakterium überlebt. Also wenn du auch sagst, die Patina, nachdem dass du den gereinigt hast und wieder diese Schicht da sich gebildet hat, er ist sauber, dann brennst du teilweise die Töpfe ja noch aus. Und ausbrennen ist ja in dem Sinn auch wichtig für die, für deine ganze Sache. Vielleicht kannst du das unsere Leute auch nochmal erläutern. Ich würde mal eher sagen, wir reden von Einbrennen. Ja, es also ist einbrennen. Ja. Bei gusseisernen Topf ist es so, der hat ja Bohren. Das sind mikroskopisch kleine Bohren drinnen. Ihr erhitzt den Topf, die Bohren öffnen sich, das Fett bzw. alles mit dem, was ihr da kocht, das geht dann in den Topf rein. Und mit der Köten, dann verschließt das Ganze wieder. Das ist einmal die Schicht, gegenüber von einer Teflonpfanne, das beschichtet und die Schicht baut sich dann mit einer gewissen Patina selber auf. Ja. Das ist der Unterschied halt. Und das Fett wird nicht ranzig oder so irgendwas. Ihr müsst den Topf dann mit dem Lager schön belüften, nicht einfach nur so hinstellen, den Deckel drauf, dann ist es zu. Das ist klar, das Fett, was oberflächlich ist, wieder ranzig. Was innen drinnen ist, wird absolut nicht ranzig und wie gesagt, wenn du wieder erhitzt, das sind alle Bakterien weg. Das ist so. Du kannst mit dem Flusswasser auswaschen. Du sollst halt nur nicht unbedingt ein Schlammwasser oder irgendwas nehmen, weil das hast du beim nächsten Geschmacken dann wieder mit dem Topf dran. Also, wie gesagt, das Gusseisen nimmt einfach Geschmack auch an und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Video machen, dass das ihr auch richtig reinigen könnt und dann immer wieder einfach gescheite Sachen zum Kochen machen könnt draußen, ohne dass ihr einen grauslichen Beigeschmack dabei habt. So, was wären die ersten Schritte, wenn wir jetzt sagen, dass wir auf das Reinigen jetzt eingehen? Die ersten Schritte, also wenn den Deckel jetzt, wie gesagt, der Topf ist ja ganz gut beieinander, da sind ja nur kleine Rostspuren unten drauf, das macht nichts. Und stört es mir nicht, innen ist er ja nach wie vor sauber beieinander, weil eben schon eine kleine Patina aufgebaut ist. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal ein lauwarmes Wasser, dass wir den Deckel mal einwacken können, dass wir mit innen die Verkrustung runterbringen, weil das ist ja unser Rost draufgelegt, der Gussrost, das vom Steak ist alles da runtergefallen. Ihr seht es, da biegt das alles drauf. Das werden wir jetzt einmal ausreinigen, mal ausspülen und einmal ganz leicht mit dem Kettenreiniger mal drüber fahren. Den Kettenschwamm da von der Firma Petromax fahren wir jetzt mal drüber und dann schauen wir uns das mal an, wie sich das, die ganze Rostschicht gelöst hat. Der ist nicht durchgerostet, das ist Flugrost, das ist ganz normal, das seht ihr meine Finger. Du siehst das jetzt selber, wenn du so drüber fährst. Ich schau gleich aus. Hast du drauf. Und das werden wir jetzt ganz leicht einmal, wir werden jetzt nicht schruppen oder irgendwie abbürsteln mit einer Drahtbürsten, wir werden es ganz einfach vorsichtig mit solchen Sachen dann machen. Ja. Ich hole Wasser, besorge warmes Wasser und weiß, bei unserem Videosatz ist das Wasser jetzt da. So schnell geht's. The stage is yours, bitte. Thank you very much. Danke fürs warme Wasser. Wir müssen uns mal rein. Ich weiß, unser Ding ist ein bisschen hoch da. Wir nehmen jetzt einmal den Ringreiniger da. Wie gesagt, bitte kein Spülmittel, das braucht es nicht. Tut einfach lauwarmes Wasser, wenn ihr irgendwo Auto unterwegs seid, kaltes Wasser. Geht auch noch aufs offene Feuer wieder neu einbrennen. So schaut der Ringreiniger aus, dann geht es überall gleich zuhängen, da ist ein kleiner Ösen da oben. Kannst du bei Schlüsselanhänger verwenden, wenn du magst, dass du den Autoschlüssel nicht verlierst. Braucht man in dem Fall nicht. Das ist eine ganz gute Geschichte, seht ihr. Echt schön rund, schön glatt. Da kannst du wirklich nicht viel oberscheren, sondern einfach mit dem groben Schmutz einmal runter und wegnehmen. Da fahren wir jetzt einfach mal ganz grob um drüber da. Ich weiß, das ist ein bisschen hoch, das Ganze. Jetzt da einmal die groben Schmutz in den Ösen drehen. Geht schon einiges an Dreck um, wie sich das Wasser verfärbt, gell? Und das Wasser wird schon braun. Warum verwendest du jetzt das Ringtuch und du müsstest ja eigentlich mit dem Metall genauso die Oberfläche zerkratzen? Na klar, ein bisschen anrauen, du hast es immer, wie gesagt, aber das ist halt schonend, das ist wirklich schonend. Jetzt haben wir die groben Verunreinigungen weg, man setzt die Krusten drin, so weg ist es außen, weil der ganze Ruß ist einmal herunter da. Meine Finger sind dreckig, das Wasser ist ja dreckig. Mit dem sind wir jetzt momentan einmal fertig, mit dem Ringtuch. Mhm. Das lassen wir jetzt mal auf Seiten. Mhm.
wir gehen jetzt einmal Wasser wechseln und dann, wie gesagt, ich habe nachher die Schleiftücher, oder also Schleifflies ist das, für Metall, das kriegt ihr in jedem Baumarkt zum Kaufen. Das ist mir das Liebste, dass man sagt, man kann auch um den Schriftzug und das Ganze reinigen. Ich meine, da wird sie ja nie kochen. Das wird einmal so sein, da wollen wir nie was zubereiten. Es schaut jetzt saugrauslich und rostig aus. Ja. Ist komplett schmutzig. Aber mit dem Ringtuch kommen wir da in die Zwischenräume nicht rein. Das machen wir jetzt dann mit dem Schleifflies. Die Innenseite werden wir dann auch nochmal mit dem Schleifflies ein bisschen abziehen. Wir sind da ein paar kleine Punkte drin. Siehst du, was Steak kochen. Und dann waschen wir es dann mit dem feinen Schwamm nochmal anständig ab. Und dann werden wir es einlassen mit unserem Mittel. Ihr könnt auch, wie gesagt, andere Sachen auch verwenden. Es muss jetzt nicht unbedingt das sein. Das ist natürlich das Beste, ist auf Lebensmittelbasis. Ihr könnt auch raffineriertes Olivenöl nehmen oder beziehungsweise also ein Erdnussöl, was einen hohen Rauchpunkt hat. Es ist so raffineriert, ja, ist klar, ist chemisch hergestellt, weiß ja jeder. Wird aber bei 240 Grad raffineriert, das heißt, die ganzen Chemikalien kommen dann außer. Verwendet auch jeder zum Braten, Backen und Kochen daheim. Deswegen, weil wenn du den Dartschaufen im Rohr daheim ausbrennst oder am offenen Feuer da hast, wie gesagt, bei 180 Grad sollst du nur 2 Stunden dann einbrennen, drehen im Rohr, es reicht wahrscheinlich eine Stunde auch. Jetzt wenn sie nur die Bohren öffnen, durchgeglüht ist es sowieso. Wie lange das ist, du musst nur durcherhitzen, sind die Bohren offen, wenn sie die Bohren dann wieder schließen beim Abkühlen, wie gesagt, dann ist das ganze Öl und das ganze Pflegemittel, was ihr dann habt, drinnen. Und macht halt einfach nicht den Fehler, was wir jetzt da gemacht haben, dass ihn einfach immer draußen lasst, lasst ihn nicht verrosten, tut es ihn runter, tut es ihn rein, wo die Feuchtigkeit weg ist, deckt es ihn zu oder irgendwas. Und wie gesagt, dann baut sich halt die Patin auf. Innenseite vom Deckel, Außenseite wird sie nie aufbauen. Touch-Ofen, hast die meiste Kochmöglichkeit, was du am meisten kochst werden, da wird sie die Patin natürlich aufbauen. Ja. Wichtig ist, dass du den Linsen lagert, einfach nicht feucht lagert, weil das ist immer bei Gusseisen tödlich. Genau, das ist tödlich, weil jetzt ist alles weg. Da ist kein Öl, kein Fett mehr drauf gewesen. Das ist jetzt das Grundmaterial, was wirklich nach der Produktion ist. Aber mit ein paar eingebrannten Flecken, das wird euch nicht ausbleiben. Das ist jetzt mein Gusseisen immer haben. Das wird sich nicht ändern. Aber das ist jetzt der rohe Deckel. Da haben wir draußen gehabt, glaube ich, 2 Stunden Feuer ausgebrannt. Das ganze Öl ist weg, also wirklich alles komplett weg. Wir gehen wieder Wasser wechseln. Im Video geht es natürlich schneller. Somit haben wir jetzt wieder ein neues Wasser. So schnell geht's. Frisches Wasser. Vielleicht ist alles sauer. Jetzt haben wir jetzt noch ein Schleifflies darüber gefahren. Ja. Das war einmal das Gröbere. Ihr seht jetzt schon einen Unterschied. Wenn man die Seiten einmal da einmal aufpoliert, das dauert genau ein paar Minuten. Ihr fahrt da drüber. Wie gesagt, das kommt das Schleifflies, kommt dorthin, wo die Ringkette nicht hinkommt, das Windschwammerl. Und da in die Bohren kommt sie noch rein. Ihr seht genau bei der Schrift, was sie schon bewirkt hat. Auf der Hinterseite seht ihr, die schwarzen Flecken, was da richtig einbrannt sind, die gehen nicht mehr weg. Das bleibt jetzt so. Okay. Das ist einbrannt, da kannst du drüber schleifen, wie du willst. Du musst jetzt mit einer Drahtbürste, das tun wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist keimfrei, wenn du das aufhatzt, das braucht es überhaupt nicht. Ja. Jetzt reinigen wir die andere Seite noch komplett fertig, dann tun wir den Deckel trocknen und dann fahren wir mit dem Einlass nochmal. Wie ihr seht, sind wir fertig. Wir haben die ganze Geschichte jetzt da gleich mit dem Topf, habe ich jetzt noch sauber gemacht. Also das ist kein Unterschied, was euch jetzt der Andi erklärt hat mit Deckel und mit Topf. Eben auffangen tut man ganz normal mit diesem sogenannten Ring, Metallring durch, dann zum Schleifflies, genau. Der Tipp eben vom Andi. Und bei wirklich gräbere Sachen noch, könnt ihr dazwischen auch noch mit einem normalen Putzschwammerl im Endeffekt außerreiben oder speziell auch die Zwischenschichten da, wie ihr jetzt seht, super reinigen. Das wären einmal die ersten Schritte. Jetzt haben wir soweit einmal fertig. Wir haben den Topf mit dem Deckel noch getrocknet. Also fertig geputzt, gewaschen, geputzt und getrocknet. Und jetzt sagen wir euch, wie und mit was, dass wir unsere Petromax-Produkte haltbar machen, sagen wir so. Genau. Ihr seht jetzt einen Unterschied da. Wie gesagt, auf dem Topf ist ein bisschen Patina drauf. Das habt ihr ja regelmäßig rein gekocht. Am Deckel ist es jetzt nicht so. Da ist alles verloren gegangen. Und wir gehen jetzt her. Nehmen unsere Paste von der Firma Petromax und wenn der Topf einfach das mit dem Schwammerl jetzt, das muss ganz kurz einmal anschauen, das wird immer leicht braun, leicht schwarz sein, weil wenn du drüber fährst, das Eisen färbt immer ab. Das ist jetzt keine Abfärbung von irgendwelchen Sachen, was da drinnen ist, sondern das Eisen selber färbt ab. Wie gesagt, Patina ist drauf, Doppeltopf ist alles verloren gegangen. Ein leichter, ganz ein leichter Rostschimmer ist noch drauf, das macht aber nichts.
ihr braucht es bitte nicht zu Tode pflegen, das bringt nichts. Ihr werdet es auch so lang schuppen, dass ihr im Endeffekt irgendwann einmal keinen Topf mehr da habt, das bringt wirklich nichts. Also das ist auch nicht irgendwie schädlich, oder? Das ist Standard und ganz normal, wenn ihr hundertprozentige gusseiserne Produkte verwendet und vor allem draußen auf offenen Feier, ist das leider nicht umgänglich und mit dem müssen wir leben. Und das macht ja auch eigentlich einen guten Geschmack ja eigentlich auch aus, dass man weiß, das ist Outdoor-Küche. So ist es, ja. Und wie gesagt, schädlich ist sicher, irgendwie eine Teflonpfanne zu verwenden, einen Teflontopf, wo du nachher mit der Eisenkelle drin einmal umfährst und du schößt dann alles ab und du schluckst dann das Plastik mit. Das ist natürlich vernünftiger. Wir gehen her, dann einfach mit den Schwammerl fahren wir da ganz normal durch. Gehen hier drin und tun das Ganze leicht einfetten. Wie gesagt, jetzt, das muss jetzt nicht aufgeschmiert sein. Wir gehen nur ganz leicht pflegen damit. Einfach so draufbleiben. Siehst du? Und jetzt fahren wir da drauf und man sieht das, dass die Patina, das ist jetzt kein Ablösen von irgendeinem Schadstoff oder irgendwas. Mhm. Das ist ganz normal. Das ist einfach so. Ich habe natürlich jetzt gleich einmal das Geschichtel da aufgemacht. Bin eingefahren mit den Fingern, habe es gleich mal probiert. Weil die ganze Sache natürlich jetzt auch auf, wie der Andi auch gesagt hat, für den Verzehr für uns ist, dass du nichts Schädliches aufnimmst. Es schaut aus wie Vaseline, es ist fettig wie Kokosfett, Erdnussöl oder Olivenöl, also es ist einfach nur Fett, ist eigentlich geruchsneutral, relativ geschmacksneutral und ja, also nichts Schlechtes an dem ganzen Produkt, vor allem, wie gesagt, ist ja auch für die Küche das, wo Betamax natürlich auch dafür garantiert, dass ihr da ja, keine Verfälschungen nachher da habt, wenn ihr im Topf kocht, wäre ja blöd. Vor allem, wenn ihr es auch da wieder anderes sagt, auch die Patina aufnimmt, wie zum Beispiel, was ich jetzt da mache, Kokosnuss fett, viel Mengs, aber es hat da einen Eigengeschmack und das hast du natürlich noch teilweise auch in den Topf da drinnen. Und damit kannst du die ganze Sache wirklich umgehen. Es ist total geschmacksneutral. Genau. Siehst du, jetzt haben wir da eine kleine Schicht drauf, also bitte jetzt nicht einfetten ohne Ende, dass da was runterrennt, einfach nur eine ganz dünne Schicht draufziehen. Der Hartschaufen ist fertig. Mehr brauchst du nicht machen. Mit dem Deckel machen wir das ganz das Gleiche. Schaut, wie das ausschaut. Das ist aber ganz normal. Das wird so sein, weil der Hartschaufen, das ist ein Gusseisen. Es wird einfach so sein. Du kannst da machen, was du willst, du kannst ihn zu Tode reinigen, du kannst den Geschirrspüler einschmeißen, was natürlich das absolute No-Go ist. Du kannst mit Spülmittel durchreinigen, am nächsten Tag gehst du her, fährst mit deinem Schwammerl drüber, wirst du es einlassen, ist das Schwammerl schwarz. Das ist ganz normal, das ist einfach ein Eisen. Das hat auch gemeint, ein Kollege von mir, ein Freund, der hat gemeint, er musste ihn jetzt da einfach ganz dezent einfach in den Geschirrspüler einschmeißen und wie er am nächsten Tag den Geschirrspüler aufgemacht hat, war er richtig rostig. Also den Tipp gebe ich euch, allein mit den ganzen Mitteln, wie ihr euch den Geschirrspüler betreibt. Die Tabs und das alles, das ist wirklich Gift für gusseisernes Geschirr. Es ist immer so, was wir geredet haben, einbrennen. Ja. Wenn du einen Geschirrspüler drin hast, die Bohren öffnen sich. Die öffnen sich ja schon bei 60 Grad, weil du hast den Geschirrspüler meistens aus dem Eco-Programm, vielleicht weiß ich nicht, 50 Grad, 45 Grad, auch 60 Grad, kommt darauf an, was für Geschirrspüler das ist. Und dann gehen die ganzen Stoffe, was dir eigentlich wirklich unerwünscht sind, gehen dann in den Deckel rein und das verfälscht euch den Geschmack. Ihr könnt es ja probieren. Dann das nächste Mal macht ihr ein Steak oder macht ihr ein Nudelgericht rein und schmeckt euch Geschirrspüler. Will keiner haben. Entscheidung zum Gusseisentopf ist die Entscheidung zum Gusseisentopf. Man will das so haben, man will drin kochen, weil sonst kann ich mir ein normales Kochgeschirr irgendwo kaufen, ein ganz so billiges, dann brauche ich mir das auch nicht antun. Dann braucht ihr das jetzt auch nicht antun, so wie wir das jetzt machen, dass wir euch so ein Video zeigen, wie man den richtig im Endeffekt reinigt und konserviert. Und ihr seht jetzt da schon, den Unterschied, einmal. Wir haben jetzt ein kleines Stück auslassen, so schaut das aus. Seite ist komplett matt, die andere ist schon richtig glänzend, auf der Seite ist auch noch matt. Wir sind fertig mit dem Reinigen und jetzt geht es ans Einbrennen. Und da haben wir zwei Tipps für euch. Andi, punkto Einbrennen. Punkto Einbrennen. Ihr könnt es jetzt in den Ofen reintun, bei 180 Grad. Tipp 1, in den Ofen daheim, ganz standardmäßig bei euch in der Küche. Standardmäßig Küche, bitte vergessen, rauchen wir nicht ausschalten, weil das raucht nämlich richtig im Ofen drin. Ich mache es daheim nicht, ich mache das jetzt so, ich gehe jetzt her, mit dem Deckel ganz normal drauf tun, letzten Schritt drauf, das nicht zerlogen, wer ist, er ist konserviert, er wird nicht mehr rosten. Und wenn wir das nächste Mal nachher draußen eine Feier machen oder wir tun irgendwo draußen kochen, auf dem Gasofen, auf dem Balkon, Terrasse oder sonst irgendwo,
Dann gehe ich her, erhitze den Topf kurz einmal durch, er fängt kurz zum Rauchen an, wenn das Rauchen fertig ist, dann kann ich den ganzen Mal kochen. Also, wie gesagt, Tipp 2, direkt 30 Minuten bevor ihr zum Kochen anfangt, einfach aufs Feuer stellen, erhitzen die ganze Sache. Und wie du schon richtig gesagt hast, wenn er aufhört zum Rauchen, ist der Topf betriebsbereit, blöd gesagt. Tipp 1, daheim im Ofen, einfach Bockrohr einschalten, 140, 160 Grad, einschieben, zumachen, 20, 40, 60 Minuten warten. 60 Minuten, sie sagen 2 Stunden, brauchst du nicht. Durcherhitzen, fertig. Unbedingt, es reicht wirklich. Ja. Wir zwar machen es eigentlich immer so, dass wir den so nehmen, verbocken und dann einfach für die nächste Koch- und Grüßsession verwenden. Ganz normal, wir brennen einfach durch, eine halbe Stunde und dann fangen wir zum Kochen an. Extra einbrennen, Energieverschwendung für uns zwar brauchen wir nicht. Wir machen das einfach so, nächste Koch-Session, fertig. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere wieder mitnehmen können von uns vom Video, wie ihr das richtig reinigt und konserviert und haltbar haltet. Und ihr habt es wirklich, wenn es eigene Produkte von Petromax oder nicht nur Petromax, generell gusseiserne Outdoor-Küchenprodukte richtig pflegt, habt es länger Freude damit, ihr werdet es auch schmecken, das garantieren wir euch, wenn ihr die richtigen Produkte dazu verwendet. Und ja, danke Andi wieder für die super Erläuterung, für die super Erklärung. Gerne. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal da jetzt noch abonniert. Und wir zwar sagen, wie wir immer so schön sagen, bis zum nächsten Video. Euer Johann Troppacher. Euer Meier Andi. Grüß euch.